Hallöchen, ihr Lieben. So, heute vor der Kamera ist mein kleiner Sohnemann mit dabei, der Sini. Und zwar haben wir ja unser lang gewünschtes Video vom TikTok gemacht. Und zwar einen Wolkenbrot. Es soll laut Video, das Video werde ich auch immer hier laufen lassen oder ich verlinke es, je nachdem, das Originalvideo von der lieben Frau, die das macht, Wolkenbrot, ganz easy gemacht. Das ist ja so großes Thema momentan. Wir hatten aber allerdings, der Anna spielt hier mit dem Schnacken, kein blaues, sondern wir haben grün und solche Farben, also wir haben lila genommen, weil wir lila hatten. Das ist, ähnelt ja eine Wolke, sagen wir mal so, oder meine Haarfarbe, keine Ahnung. Also wir haben einfach lila genommen. Der Sini hat mir assistiert. Ja, genau. Wir machen jetzt, also für euch gleich, dieses Video, genau. Und am Ende sehen wir, was geworden ist. Bin selber wirklich ganz, ganz gespannt. Diese Flüssigkeit, die hat gut geschmeckt, ne? Ja, das haben wir so ein bisschen probiert. Also, bis gleich.
steckst du nicht. Also, wir haben das Misslungene hier. Fluffige, also sollte fluffig sein, ist es aber nicht fluffig. Hier die Rückseite ist so. Es hat, wo wir dieses Teig vorbereitet haben, alles hat es nach Baiser, also mit diese, nach diesem Schaum-Dings da geschmeckt. Schmeckt das lecker. Oh, sie ist aber. Oh. Ich will es, zeig mal die Kamera. Warte, ich muss. Wow, also es ist doch weich. Sehr, sehr weich. So. Ich weiß nicht mehr, was das schmeckt. Schmeckt süß und erinnert mich nach irgendwas. Oh, die Kamera. Warte, warte. Jetzt sind wir alle mit Fingerchen. Das schmeckt tatsächlich nur nach Eier. Aus. Zuckerwatte, aber keine Zuckerwatte. Doch noch so Eiweiß halt so. Anna, willst du? Ja, ne, ich hab die Schicht vermischt. Das ist komplett Eiweiß. Wir haben alles vermischt, das ist mit Mixer durchgedingst. Hier, so lecker. Mach an, an. Also ich finde es geil. Lecker. Mhm. Bloß ich will das als andere richtig so, wie es im Video ist. So fest? Ja. Habt ihr schon backen? Mhm. Wir haben diesmal nur eine grüne Wolke genommen. Habt ihr jetzt gerade im Video gesehen? Mhm. Grün wie Gras. Ja, ich habe zuerst gedacht, machst du jetzt komplett neues Video? Oder was machst du jetzt? Noch, Anna? Aber dann habe ich gedacht, geil. Schmeckt richtig geil. Das in der Mitte, wow. Nimm. Man könnte das um Englisch essen. Man kann das auch als Brot für den Torte benutzen. Süß. Mhm. Süß. Das seht halt, wenn man so. Hier, aber ich wollte so ehrlich sein mit euch und auch mein Misslungenes tatsächlich zeigen, dass es nicht geworden ist. Wir haben einfach jetzt das zweite Versuch gestartet und ich meine, sogar die Konsistenz ist anders geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wegen der flüssigen, Farbe war oder das zweite war ja mit Pulverfarbe. Ob das der Unterschied ist, weiß ich nicht. Aber, Leute, es schmeckt sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Nikita, willst du nicht probieren? Warte, ich bring den. Nein, er kann ja kommen. Warte, ich hol den. Also ich denke, Nikita sollte es auch gut gefallen. Wir haben jetzt 20 Minuten. Also es backt wohl, weil das halt, ne, die Rückseite ist halt, ja, weil es halt ich wahrscheinlich nicht gut. Nein. Ich will auch. Das riecht halt nach Eier. Ja. Das riecht nach Eier, aber schmeckt geil. Es schmeckt auch nach Eier. Süße Eier, würde ich sagen. Nach süßem Eiweiß. Schmeckt gut. Eiweiß ist gesund. Ich schwöre, ich könnte alles verputzen. Ich glaube, ich gönne mir das auch heute. Ich denke, man kann es so nennen wie Eier nur süß. Ja. Frisch lecker. Voll lecker. Leonie. Man kann mal. Am. Das kann man in Englisch essen. Ne? Aber Leonie hat ihre Tasse mit Brownie. Ich hab das so fett mit Teller reingeklatscht. Ne? Bekommst du Zuckerschock davon? Nee. Habe ich meinen Zucker schon bekommen? Aber ich Spaß. So, ihr Lieben. Wir schalten gleich wieder ein. Entschuldigung fürs Schmatzen. Schmeckt so gut. Ihr müsst das probieren. Derjenige, der das noch gar nicht kennt, probiert das, versucht das. Im Trend war es aber schon etwas länger, letztes Jahr oder so. Ja, ich bin zuerst jetzt darauf gestoßen. Nee. Ganze TikTok ist voll. Wir müssen auch mal essbares Glas machen. Das nächste. Also, nächste Idee. Ja. Ich weiß sogar, es gibt wohl irgendwie so essbares Glas. Es sieht dann aus wie Glas und das ist essbar. Halt, du kannst auch ohne Farbe machen. Mit. Das kannst du auch
kann man wie mit Karamell machen und dann lässt du es über so ein Glas und so machst du. Nein, nicht über Glas. Okay, das machen wir dann im anderen Video nicht hier. Wir schalten dann gleich wieder ein. Also für euch sind das eh so ein paar Sekunden. Und dann seht ihr, ob das die grüne Wolke diesmal geworden ist oder nicht. So, ich hatte den jetzt nicht drücken, zweites Mal drin, doch, weil er hat so ganz ober, die oberste Schicht hat so gebappt, also so geklebt. Er ist auch wieder irgendwie runtergegangen, also in sich gelaufen. Ich weiß auch nicht, was daran falsch ist, aber ich zeig euch einfach, wir haben das ja schon gegessen. So. Damit ihr einfach glaubt, vor allem hier, das ist so lecker, das ist so fluffig, also könnt ihr sehen, ne? Ja, das Ei, dieses Eiweiß ist einfach fluffig, anders kann man davon nicht, sagen, hier ist Deutsch schon wieder, also seht ihr, wirklich cool. Wir empfehlen das weiter, oder? Ja. Ne, das ist jetzt mein Mann und der Nikita. So, also, Fazit ist, es ist total cool, es ist mega interessant, es schmeckt gut, also uns hat es gut geschmeckt. Ich weiß jetzt nicht, was mein Mann noch sagt mit dem Nikita. Leonie sagt, es ist komisch nach dem Geschmack. Ja, das ist halt Eiweiß, ne? Und das ist nicht wie Baiser, so dieses Feste. Das ist so dieses Fluffige tatsächlich. Und ja, dieser Eiweißgeschmack ist da. Aber das schmeckt lecker, also, weil das diese Süße da dabei ist, ne? Dieses. Oder? Würdest du das nochmal essen? Ja, ich auch. Also. Und vor allem die Anna hat das sehr, sehr gerne gegessen. Vielleicht doch aber weniger süßer, weil das zu süß war. So, ja. Ich werde jetzt nicht lange herumplappern. Ja, mein Engel. Ticha. Ich soll ticha sein? Papa, nimm ihn das. Du bist süß. Was habe ich hier? Schwarz oder ich habe blau einfach? Keine Ahnung. Egal. Es ist ein langer Tag gewesen. Ist auch mittlerweile eigentlich schon recht spät. Aber wir hatten einfach so Lust darauf auszuprobieren. Und der Sini wollte das die ganze Zeit. Mama, komm, Mama, komm. Ich habe gesagt, komm, wir probieren das morgen. Pass auf. So, wir haben es geklärt. Die Anna hat sich schon ein Fingerchen gequetscht. Sie hat auch so eine Handyhalterung. Und der ist etwas locker. Ich muss ihren anderen kaufen, so wie meiner, der ist fester. Ja, genau. Ich werde auch jetzt hier nicht lang drum herum plappern. Ich habe noch was anderes vor. Ihr Lieben, ich hoffe, so zwischendurch so ein ja, TikTok-Video, Ausprobier-Video, Test-Video, was auch immer, wie ihr das nennen mögt, hat euch gut gefallen. Und ich habe so Angst, dass das. Das knickt dann immer wieder. Ich weiß auch nicht, was ich. Warum das so knickt? Naja, mein Handy ist wohl zu schwer wahrscheinlich. Kann sein. ja, genau. Ich werde euch jetzt nicht die Zeit nehmen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr sowas auch probieren mögt. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. Wenn ihr sowas schon kennt und ausprobiert habt, würde ich euch sehr verbunden sein, denn ich würde mal es mir wünschen, dass es tatsächlich mir so gelingt, dass das so ist wie auf dem Video, halt genauso fest und genauso, also ich meine, ihr habt es ja gesehen, das ist fluffig, auch das andere Platte war sehr, sehr, sehr fluffig, sehr angenehm, aber dennoch ist irgendwas, was wir falsch machen. Vielleicht ist die Gradeinstellung doch so falsch, ne? Es muss ja 160 Grad und 20 Minuten sein und ich hatte ja den zweiten genauso auch gehabt, rausgeholt,
Aber dann hat er ja geklebt und dann habe ich den nochmal für 10 Minuten eingetan. Keine Ahnung. Sprachlos. Also gerne Tipps, falls jemand dort ein bisschen schlauer ist wie ich. Und ja, wenn ihr mögt, kommen gern natürlich mehr so Videos. Ich bin da sehr, sehr, sehr experimentfreudig und teste und probiere auch was Neues aus. Natürlich vor allem mein Kind, also der Athene, der mag das auch total. Genau. Tausende von neuen Rezepten, seht ihr? Also, ihr Lieben, Tschüsschen an euch, liebe Grüße, Däumchen nach oben und kommentieren bitte. Und bis morgen, bis zum neuen Video. Eure Xenia!